Ziehen wir hier jetzt mit aller Centrifuge ein bisschen belegt. Dann kommt schon alles raus. Jetzt werden wir dann hier irgendwann sehen, dass alles irgendwie reinläuft oder so ähnlich. Also laufen halt. Oh, warte mal. Fail. Gut, das ist jetzt das Einzige, was ich an meiner Erzverarbeitung bisher noch nicht bedacht habe. Ich habe kein Output. Ich hab blöd jetzt. Aber man sieht schon, das Prinzip funktioniert. Kann man hier noch einen Zinn durchjagen und dann sieht man das, denke ich, auch ganz gut. Dass das Konzept läuft, prinzipiell. Und ich meine, wir haben ja auch ein paar jetzt schon Ressourcen gesammelt. Und ich möchte jetzt auch anmerken, wir hatten 16 Erze. Ne, wir hatten 4 Erze. Bei einer optimalen Vervierfachung kommen wir damit 16 Erze raus. Und was rauskam, sind... Läuft noch ein Ofen? Nein. 16! Kann man sich doch nicht beschweren. Das Ding läuft. Ja gut, ja, beim Reaktor weiß ich nicht, wie viele Power der jetzt gerade hat. Er verliert halt kaum was. Das ist schon mal das nächste, was sehr, sehr gut ist. Hier, das Zeug läuft gerade raus. Zwar auch hier sind es... Fünf? LOL. Wenn das jetzt sogar verfünffacht ist, ja dann super. Alter, das läuft einfach. Das läuft einfach und ich finde das cool. Ach nee, hoppla, das muss denn da, wo jetzt aktuell die Kiste steht. Reptilspitzhacke. Die Spitzhacke sage ich. Amethystspitzhacke, das ist halt jetzt gerade das einzige Problem. Ich kann meine Items nur noch aus Diamanten herstellen, weil ich nichts anderes habe, ressourcentechnisch. Das ist jetzt schon so ein kleines Dilemma. Simon, wir haben jetzt sogar eine Verfünffachung drin gehabt in dem Teil. Also obwohl ich jetzt primär nicht darauf ausgelegt bin, eine Verfünffachung zu haben. Das Bett kommen wir jetzt auch mal schnell ab. Denn ironischerweise, da wo jetzt hier gerade alles durchgegangen ist, soll alles später rauskommen. Also hier. Also läuft super gerade. Was ist eigentlich das Schnellste, um etwas abzusaugen? Ich vermute, eine Wooden Pipe mit 4 Redstone Engines. Damit sollte die eigentlich einigermaßen gut gepowert werden. Okay, gut. Dann wie machen wir jetzt dieses Lagersystem? Ich würde eigentlich ganz gerne so arbeiten, dass wir so wenig wie möglich an Diamantpipes verbrauchen. Wir brauchen übrigens erstmal Barrels. Oh, wie geil.
Ich habe es kompatibel mit dem hier. Das ist schon mal geil. Dann tun wir mal den Stack Diamanten erstmal hier rein in die Kiste. Okay. Gut, wir haben schon mal ein paar Barrels gezahlt. Jetzt ist halt an die Frage, wo ich mein Lager hinbauen will, ne? Weil das Ding ist, ich brauche ein Lager. Das ist definitiv mal außer Frage. Das Problem ist nur, ich weiß noch nicht, wo ich das Lager hinbauen will. Da habe ich ehrlich gesagt einmal echt keine Ahnung. Weil ein Haus soll ja eigentlich auch nicht zu groß sein, ja. Es geht hier noch bis vor zur Kante und dann soll es das eigentlich schon sein. Mehr als hier will ich nicht in mein Haus haben. Ich muss halt bedenken, dass ich alles in einen Stockwerk quetschen muss. Weil ich eigentlich keine zweistöckigen Sachen haben will. Also auch kein Keller. Das muss man mit einbeziehen. Und da, wo diagonal ist, kann ich jetzt eh nicht wirklich sinnvoll was hinbauen. Also vielleicht ein Flur oder halt ein paar Deko-Sachen. Also richtig effektiv nutzen kann ich den ja auch nicht. Und deswegen müssen wir da jetzt mal schauen, wie wir das machen. Ich werde jetzt hier irgendwo jedenfalls noch den Raum mit den Barrels machen müssen. Wo das Lager hinkommt. Und wie ich das aufziehe, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz. Ich muss dann nämlich auch noch die Ender Chests schauen, wie man die macht. Ich habe bei dem Mod tatsächlich ja noch nie gearbeitet und weiß dementsprechend auch nicht wirklich, was ich brauche und so. Geschweige denn, wie ich jetzt Obsidian herbekommen soll. Oh, warte. Ich habe so eine Idee. Ich kann mir sogar einen Lava-Eimer machen. Ja, easy going. Also definitiv habe ich andere Probleme als Item-Probleme. Wow. Hat ein Wassereimer eigentlich mehr EMC? Jo, Lava-Eimer hat mehr EMC als normale Eimer. Oh. Das ist viel. Damit steht schon mal fest. So, wir haben... Eisen, haben noch einen Lava-Eimer. Und machen daraus jetzt wieder Barrels. So. Dann haben wir hier eh Wasser. Haben hier das Obsidian und können es damit dann eine Ender-Chest craften. Hoffentlich. Da sollte ich jetzt vielleicht hier erstmal Ender Chest googeln. Ob sie eine Blizzard Wolle und eine Kiste. Dann brauchen wir jetzt zwei. Ich glaube, da dürfte Wolle das größere Problem werden. Nein, wird es nicht. Hat die Ender Chest in EMC? Ja, hat sie. Braucht eh nur eine. Bracelet. Kiste und unten muss eine Ender Perle nur hin.
Das kriegen wir auch hin. So. Philosopher's Stone ist auch drin und dann wollen wir noch zwei Obsidian. Das heißt, wir brauchen noch. So, Enderkiste. Dann. Kommt hier nochmal das Barrel rein. Oh yeah. Oh, ja doch, wir haben zwei. Und die müssen wir jetzt gleich verkraften mit einem Farbcode. So. Das machen wir. Jetzt haben wir auch die Enderkiste fertig. Das bildet die Basis für unser Itemsystem. Das wird auch erstmal über eine Diamond Pipe dann hier hinter erstmal hingebracht. Was jetzt erstmal noch wichtig ist, wir haben hier jetzt hier in dieser Kiste ist ja dann quasi das kriegen wir jetzt hier nicht mehr raus. Oh Gott, ich hätte erst den Hopper abbauen müssen. Ah, wie geht denn jetzt das Inventory Interface? Haben wir auch. Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Mist. Gut, dann kommt das jetzt noch kurz dazwischen. Ich frage nicht, dass das Inventory Interface da ist, sonst kriege ich das Ding nicht mehr raus. Und die Socket nicht sinnvoll konfiguriert. Das ist jetzt ärgerlich. Lass mal einen Kaktus braten. Für Kaktus Green haben wir auch einen Bone. Ja, wir haben auch sogar Bone. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ach Gott. Doch, hier war das. Wow. Jetzt halt endlich. Danke. Nicht die Dolly, sondern das hier. Ja. Gerade mal gut gegangen. Circuit Remote muss auch runter. Hier war das Grinder Modul, dann kommt dieses Interface Menü. Kommen wir jetzt hier raus. Grinder Remote auf 1. Oh. Das war jetzt fast ein Chaos.
So, und auf Schwarz muss Limestone rein. Warte. Ja gut, ich gehe davon aus, dass hier auf dem Server laufen, ist es eh von minderer Bedeutung, wie schnell die Query laufen wird. Wir haben jetzt ganz ungünstig. Das ist richtig ungünstig gerade. Wir haben jetzt nicht wirklich den Platz dafür, das ist das Problem dran. Weil es ja alles so eng auf eng gestapelt ist. So. Und das muss jetzt auf Rot. Das ist hier der Output. Jetzt müssen wir ja auf Grün festlegen, kommt nichts. Auf Blau auch nichts. Also quasi nur auf Weiß. Das ist dann alles, was nicht Quicklime ist und keine schwarzen Cobblestone Pipes. Kommen jetzt noch Weiß. Das heißt Limestone und alle Erze, die ich auswähle, kommen jetzt hier rein. Das ist perfekt. Okay. Und dann kommt das nächste Problem. Der Raum mit dieser Enderkiste. Ich werde diese Pipe jetzt schon mal von Haus aus in den Boden legen. Anders lässt sich das ja nicht sinnvoll umsetzen. Das ist jetzt so ein richtiger Vorteil am Mod Ender.io. Bei dem könntest du dich hier so richtig schön spielen, ne? Der ist aber hier nicht drauf. Bin ich auch gut so, weil der ist einfach ein bisschen zu krass, meiner Meinung nach eigentlich schon. Ist hier irgendwo Marble? Genau. Gut, und jetzt brauchen wir mehr Cobblestone Pipes. Denn what the fuck ist hier passiert? Denn ich brauche eine gute Absaugmechanik. Ne, warte, die Absaugmechanik kommt eh woanders hin. Ich brauche noch ganz viele Cobblestone Pipes. Kann ich denn die Absaugmechanik von einer Enderkiste hinpacken, ohne dass sie irgendwie stört? Weil das ist nämlich nicht schön. Eigentlich nur da, wo dann eh später kein Raum sein wird, ne? Fail. So, weil das Problem ist jetzt hier, das Aussortieren hier rein. So, wenn ich jetzt mal hier sage,
Wenn ich jetzt mal hier sage, hier ist dann dieser Raum, ne? So. Mal jetzt hier mal einen Flur, der ist so, sagen wir, 4 Blöcke breit. Würde dann hier hingehen und dann hier so rüber. Ja, das ist ein bisschen zu eng. Dann mache ich hier 5 breit. Merken wir uns jetzt mal 5 breiten Flur. 1, 2, 3, 4, 5, Stein, Stein. Warte, wir machen noch 4. Und dann einfach hier eine Kabel in das Wand hin. Gut, das wird nix. Dann halt doch mit soliden Block. Der war falsch gesetzt. Nein, so, danke. Gut, dann sehe ich jetzt schon, wo das Zeug hin muss. Okay. Wir haben hier nämlich Iron Pipes. Denn das Zeug, was hier dann aussortiert wird, muss hier lang. Die Aussortierung findet jetzt hier über eine Diamond Piper statt, die in zwei Richtungen absondert. Also in drei. In schwarz, in rot und in grün. Ist ein ganz einfaches Prinzip. Also wirklich ganz einfach. Da kann sie nicht viel falsch machen bei. Das machen wir aber ein bisschen anders, glaube ich. Wir leiten hier gleich nach oben. Beziehungsweise. Ja, nee, so passt es eigentlich schon. So. Und jetzt brauchen wir eine Sortierung noch. Also alle Erze zum Beispiel jetzt nach rot. Haben wir jetzt aber nicht da, weil wir nicht alle Erze da haben, leider. So. Das ist jetzt halt gerade unser Problem. Wir haben nicht alle Erze da. Deswegen wird das auch hier nicht mehr funktionieren. Deswegen brauche ich eigentlich doch jetzt langsam mal eine Query. Damit das zumindest ansatzweise funktioniert. So. Das nächste ist jetzt hier das hier. Und die saugt aus dieser Enderkiste. Ich saug da jetzt einfach raus. Damit die läuft, brauchen wir jetzt natürlich noch Redstone Engines. Haben wir denn davon überhaupt noch welche? Das ist jetzt noch die andere große Frage. Die muss ich nämlich auch noch klären. Ich glaube, eigentlich müssten wir noch welche haben, haben wir aber nicht. Na gut, auch nicht. Aber jetzt kein großes, kein Weltuntergang. Kann man sich schnell craften. Ist ja nicht schwer. Nochmal noch ein paar Pistons. Nein, kein Socket Remote, Pistons. So. Shit. Das war ein Stückchen zu viel des Guten. Dann Glas. Und. Ah, geht eh noch. Das ist natürlich nice. Das ist voll der Reihe. Vielleicht haben wir noch einen Schalter in der Kiste liegen. Nein, aber Cobblestone.
Und einen Stick. So läuft Crafting. Gut. Dann müssen wir nämlich hier jetzt die Dinge sind hier fertig machen. Also quasi auspumpen. Und auf schwarz. Ne, warte, was ist das andere? Rot ist das andere. Auf rot packen wir dann schon mal Tin Ore. Das ist, weil ich das einzige ist, was ich gerade habe. Und bevor wir das jetzt machen, müssen wir hier noch Kabinettsblöcke hinstellen. So. Gut, das läuft. Rauskommen, dann wird das jetzt hier rausgezogen. Sogar relativ schnell. Da werden dann viele Items rausgezogen. Das wird jetzt hier in Rot aussortiert, runtergeleitet in die Iron Pipe. Und jetzt hier rüber wird dann hier wiederum sortiert, dass das in Weiß geht, also nach oben. Wird dann hier festgestellt, dass es kein Limestone ist. Und kommt dann hier in den Grinder. Oh, und da habe ich jetzt noch ein anderes Problemchen. Da brauche ich doch einen Hopper. Ich habe gerade ein riesiges Problem gesehen. Und habe auch eine Kiste drüber. Kommt in grünen Bucket. Wurscht. So. Das hätte ich jetzt um mein Haar vergessen. Das ist nämlich die Vorlaufkiste. Die brauchen wir sogar ganz dringend. Weil. Da kommen wir nicht mit den gleichen, sondern da kommen wir verschiedene Sachen an. Zu verschiedenen Zeiten. Deswegen haben wir auch hier oben beim Limestone eine Überlaufkiste dran. Den wird dann später noch geupgradet. Keine Sorge. Und so haben wir jetzt überall Überlaufkisten schon mal dran. Und auch, dass ich hier keine Bodenpipes mehr habe, sollte das eigentlich, glaube ich, auch intelligent sein. Warte, kommt eh nicht zum Überlauf, weil ich ja genug Maschinen habe für alles. Ich habe es schon wieder vergessen, ich Idiot. So, hier kommt der Gang hin. Das ist schon mal gut. Und haha. Muss so laufen. Halt, ich muss wieder von neu anlaufen. Schade. Ja, wobei, eigentlich ist es egal. Ich habe eine Skype-Nachricht bekommen und die ist schon etwas älter. Glaube ich. Ich weiß nicht, wann die kam. Ha! Toll, ne? Naja. Wenn ich jetzt hier mal ein Barrel hinpacke, dann sieht man jetzt, wenn ich hier jetzt Barrels reinpumpe, wie schnell die abgepumpt werden. Kommen jetzt ab und werden jetzt hier all in das Barrel gespeichert. Und das ist definitiv schnell genug, um alles abpumpen zu können. Im Wesentlichen. So. Und 64 Better Barrels wieder. Gut. Dann ist das nächste, was wir brauchen.
Die Rekürung der geschmolzenen Items. Welche wie folgt sich funktioniert. Ich bin aber zum Glück wieder eine Cobblestone Pipe, deswegen können wir hier ohne Probleme runter. Ich liebe diese Bulletproof Pipes. Also eigentlich nicht, weil die Herstellung der Fassaden so teuer ist und voll viel Energie kostet, aber andererseits haben wir einen Reaktor. Wir haben die Energie ja. So, und hier brauchen wir jetzt prinzipiell keine Dings. Wir brauchen jetzt eine Iron Pipe eigentlich. Wo haben eigentlich die ganzen Iron Nuggets? Die nerven irgendwie ein bisschen. So, die Iron Nuggets erst. Ich hau mal da hin. Wo unsere Barrel-Produktion läuft. Da muss ich später dann unbedingt nochmal Diamanten reintun oder sowas. Weil jetzt haben wir hier wieder eine Iron Transport Pipe.